Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist PaddyXLP. Heute mal wieder Super Mario 64. Der nächste Part steht an. Wir haben jetzt aktuell 24 Sterne erreicht. Jetzt blende ich mal die Capture Card ein. Und der Mario hat sich schon hingelegt. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, heute werde ich nicht mal an das Schneelevel machen mit der Rutsche. Da versuchen alle 7 Sterne zu ergattern, sprich 100 Münzenstern und die anderen 6. Da hatte ich auch schon mal in einem vorigen Let's Play von mir erwähnt, dass ich hier damals auch bei der Sache mit dem Schneemann echt das Kotzen bekommen habe. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, weil mittlerweile weiß ich, wie einfach der Stern ist. Und umso peinlicher ist es, dass ich den damals nicht hingekriegt habe. So, den ersten Stern werde ich ziemlich kurz halten, kann man sagen. Ich werde einfach mal nur die Rutschbahn runterrutschen und ja, werde die Abkürzung nehmen. Hier kann man sich übelst viele Münzen drinne farmen. Mir auch schon aufgefallen. Hier gibt es auch eine Abkürzung. Ihr habt ja eben gerade diesen Hubbel da gesehen. Genau, das ist die Abkürzung. Lol, okay. Ja, das Leben check ich sowieso nicht, warum es da immer reingeht. Ich weiß nicht, ob da auch noch eine Abkürzung ist. Lol, kann sich auch mal wieder hinstellen. Sehr schön. So, jetzt habe ich auf dieser kurzen Distanz 23 Münzen gemacht. Ich werde da auch nochmal runterrutschen, wenn Dings ist, rote Münzen sammeln. Aber ich glaube, da gab es auch den Stern, bring das Pinguinbaby zurück. Da gibt es auch einen Trick, wie man da ganz schnell hinkommt. Einfach runterspringen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wo das war. Und dann im letzten Moment eine Arschbombe machen. So, den ersten Stern haben wir. Jetzt haben wir schon 25 Sterne. 5 Sterne noch, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir schon beim Bowser. Im Endeffekt beim zweiten Bowser. Obwohl wir noch nicht mal den ersten gemacht haben. Da finde ich das Pinguinbaby. Und ich glaube, ich habe mich doch geirrt, weil wenn ich jetzt bedenke, wir haben ja jetzt schon 25 Sterne. Ich hatte ja in einem Video gesagt zu Fluffy, dass wir zwei, dass ich mit 32 Sternen das schon mal geschafft habe. Und bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, das waren sogar ein paar weniger. Ich versuch's. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ich sehe nix. Komm da runter, Pinguin-Baby. Komm da runter, komm da runter. Nein! Oh, du blödes Mist-Baby. Wieso kannst du Wände hochgehen? Was bist du denn für ein Cheater? So, ja, komm. Jetzt. Nein, Mario, was machst du? Oh, Mario, komm schon. Oh, ich hab's, Gott sei Dank. Jetzt kloppe ich mich hier schon mit diesem blöden Baby rum. Aua. Na, sehr schön, ich hab's immer noch in der Hand. Oh, ich lande natürlich da in dem Becken, aber ist ja egal. Ich habe der Mutter ihr Kind zurückgebracht. Und wieder mit Low Life. Aber ist ja egal. Ich habe es geschafft. Und das ist das, was zählt. Gut. Den Stern haben wir auch. Mal gucken, was uns als nächstes erwartet. Ich glaube, jetzt kommt das Pinguin-Render auf der Rutschbahn. Und wenn ich das erledigt habe, dann kommt auch, glaube ich, schon der Stern mit den roten Münzen. Der fünfte Stern ist der mit dem Schneemann. Das weiß ich. Dann wird das wohl so sein. Weil meistens ist immer der vierte Stern der mit den roten Münzen. Siehst du, besiege den schnellen Pinguin. Das tue ich natürlich. Ich werde ihn natürlich versuchen zu besiegen. Da habe ich auch schon öfters verkackt. Und, joa, man wird es ja sehen, ob ich es schaffe oder nicht. Ja, ich weiß. Ja, na klar. Nase juckt. Hier muss ich ja nicht sonderlich viel machen, außer einfach mal die Rutschbahn zu rutschen. Ja, ich weiß, jetzt drängelt er sich an mir vorbei. Ich nehme nicht die Abkürzung, weil das zählt sonst nicht. Ach, scheiße. Oh, lol. Hier sieht man es auch nochmal. Boah, der blöde Pinguin. Wie schnell man hier sich die Münzen farmen kann. Komm. Bleib bitte in der Mitte, bleib in der Mitte. Boah, 61 Münzen habe ich jetzt schon gefahren. Ja. Damit habe ich ihn besiegt. Der nächste Stern gemacht in diesem Level. Ja,
laberst du mich auch mal an? Danke. Ja, ich hab dich besiegt. Ich weiß, ich bin ein ganz, ganz böser Bub. Ich glaube, für die roten Münzen würde ich eher, glaube ich, den ersten Stern empfehlen, weil ich weiß, da rutscht der Pinguin nicht an mir vorbei. Und da wird es wohl auch, glaube ich, keinen Ärger geben. Ach, ich rutsch einfach alleine die Rutschbahn runter. Der kann nicht am A, der Pinguin. Ne? 61 Münzen kriegt ein neuer Rekord. Wenn ich das mit den roten Münzen noch mache, dann geht das oder so ab. Es gibt da ja, wie gesagt, ich sammle mal schon mal hier oben die Münzen ein. Na komm. Ich werde aber nicht so viele Münzen einsammeln, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht ganz genau weiß, dass... nee, da gehe ich jetzt nicht lang. Da portet man sich nämlich. Ist egal, scheiß auf die eine Münze. Das ist... Da kriegt man genug. Oh. Später. Ich habe das mal gehabt, dass ein Pinguin mich dreimal beim Vorbeigehen angelabert hat, ob ich nicht Lust hatte, die mein Wettrennen zu machen. Fand ich natürlich ein bisschen doof, weil er hat es mir quasi angedreht. Fahr gegen mich. Ich bin Pro. Fahr gegen mich. So, 30 Münzen habe ich schon. 32. 34. Oh Gott. So, jetzt muss ich versuchen, mich mittig zu halten. Und wieder 55 Münzen for free. Ich sage, nur einmal hier runterrutschen und es geht richtig ab mit den Münzen. Sehr schön. Und das ist das, was ich meine. So viele Münzen in so einer kurzen Zeit. Von daher ist nämlich dieser Münzstern hier eigentlich einer mit der angenehmsten und lässigsten Sterne, die man haben kann. So, gehen wir dahin. Oh, ich steck fest. Ich weiß, dass da hinten an der Ecke noch eine rote Münze ist. Ich werde es mir versuchen, alle roten Münzen so nach und nach einzusammeln. Genauso wie den bösen Stern. Ich werde mich gleich mal wieder nach oben porten. Das geht ja ganz super. Komm, 3. Also dritte rote Münze habe ich. Das ist die vierte. Ich weiß gerade gar nicht. Die fünfte ist da. Ich überlege gerade, wo die anderen Münzen alle waren. 4. Oben war auch noch eine. Also zwei Münzen weiß ich jetzt noch. Ja. Ich würde sagen, genau, da gibt es ja noch diesen einen Schalter. Ist beim Schneemann eine rote Münze noch gewesen? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich habe das schon so lange nicht mehr gezockt. Ja, toll, siehst du. Halt. Oh. Ich versuche da mal wieder hochzurennen. Ich versuche mal wirklich... Nein, mir diese drei Münzen hier noch zu snacken. Die ich jetzt, beinahe nicht bekommen hätte. Sehr schön. Fünf Münzen noch. Und da ist nämlich dieser schöne Schalter. Wenn ich den jetzt umlege, habe ich die 100 Münzen komplett. Zack. Komplett. Okay, den Stern habe ich schon mal gesichert. Und, ja. Dann wollen wir mal weitermachen. Dann wollen wir mal weiter auf die Jagd nach den roten Münzen gehen. Oh, wäre ich jetzt verreckt, das wäre natürlich extrem peinlich geworden. So, das ist Nummer 5. War da unten noch eine? Ich bin mir ganz sicher. Nee. Aber ich weiß, dass... da noch eine war. Da. Eine, da versteckt. Hier unten liegt die nämlich. 6. Ne, das ist die Bombe. Ich wollte gerade sagen, was ist da auch eine Münze? Aber die ist ja gar nicht da. Okay. Ich drehe mal kurz. Ich frage mich gerade, wo die nächste ist. Also ich weiß, dass da unten ist auch noch eine. Die sammle ich jetzt mal. Oder versuche mal. Oh Gott! Oh Gott, nein! 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 Nein, 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 nein! Wow, Alter, that's safe, ey. Ich mach's wieder spannend. Ja, wo waren denn alle roten Münzen? Bin ich jetzt gerade doof, ey? Das kann doch nicht sein. Nein!
Oh Gott, im Ernst. Hatte ich da oben auf dem Baum auch noch eine? Die hatte ich doch, glaube ich, eingesammelt, oder? Ja, die hatte ich eingesammelt. Da oben, jetzt habe ich wirklich 2, 4, 6. 2 Münzen fehlen mir noch. Ich weiß, dass eine, wie gesagt, noch auf dem Dings ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo die letzte rote Münze ist. Die hatte ich auch. Die letzte rote Münze, ich weiß das gar nicht mehr. So, dann gucken wir mal. Die finde ich noch, die findet sich noch an. So, da unten ist auf jeden Fall eine. Das weiß ich. So, jetzt sehe ich wieder nichts. Wow. 7. So, da ist ja die Brücke. Da war ich eben gerade. Ich glaube, irgendwo hier war auch noch eine Münze. Ja, da ist sie ja, die letzte. Oh, genau, die habe ich vergessen. So, jetzt muss ich einfach nur da gleich rüberkommen. Aber das ist machbar. Indem ich jetzt Anlauf nehme. Zurück. Und nach vorne. Und... Juhu! Drüben bin ich. So. Den Stern habe ich somit auch. So, bei 29 Sterne. Ein Stern noch. Dann haben wir den zweiten Bosser freigeschaltet. Obwohl wir den ersten noch nicht mehr gemacht haben. So. Dann gehen wir mal wieder rein und dann mache ich jetzt auch den 30. Stern und dann werde ich auch an der Stelle das Let's Play fertig machen. Also den Part beenden, meine ich. Und so. Okay. Gut. Dann machen wir mal weiter. Da muss ich den Körper für anlabern. Ich muss vor dem Körper rutschen. Ja, ich war. Ja, geh doch! Oh, du Fischkopf, ey. Ja, was machst du denn? Der eiert da rum, der Mario. Komm schon, jetzt vor der Kugel, vor der Kugel, vor der Kugel. Okay, ich glaube, das habe ich versemmelt. Ja, er rutscht nicht mehr. Oh, ja, nee, komm. Das muss ich nochmal machen. Satz mit X, das war wohl nix. Kurz, kurz verlassen, ja, Kurs verlassen. Das war Fail, was man gerade gesehen hat. Da bin ich ja richtig professionell gegen das Ding gelaufen. Und ja, oh, ein Schneemann, das mache ich dann auch hier nochmal. Ich wiederhole das nochmal. Diesmal gehe ich von der anderen Seite ran. Oder von der Seite, besser gesagt. Ja, so. Jetzt muss ich ihn halt zu dem Körper lenken. Indem man ich einfach nur vorrutsche. Und an dem Stern bin ich damals immer kläglich gescheitert. So. Da kommt die Kugel, dreht sich natürlich hier hin. Boom, geschafft. Na los, red mit mir. Ja, ich habe einen Schneemann gebaut und er ist sehr glücklich darüber, dass ich ihn gebaut habe. Und ja, damit habe ich auch jetzt den 30. Stern gesammelt, bevor wir den ersten Bowser gemacht haben. So, und jetzt würde mir natürlich sagen, du kannst jetzt sogar die nächste große Sterntür öffnen. Hast du beide Säulen in den Boden gestampft und etc. pp. Nein, habe ich natürlich noch nicht, weil ich den ersten Bowser noch gar nicht besiegt habe. An der Stelle würde ich dann den Part beenden. Ich bin ja jetzt auch schon wieder seit einer Viertelstunde dabei, so wie es hier gerade bei mir steht. Dann bedanke ich mich, dass ihr reingeschaut habt. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Abo natürlich auch erwünscht. Wenn nicht, dann nicht. Dann danke ich trotzdem, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Bis zum nächsten Part. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Euer PartyXLP.